Das katholische Kloster Einsiedeln und seine schwarze Madonna, ein beliebtes Ziel für Gläubige und Touristen aus aller Welt. Spendendiskussion hin oder her. Statt der gewohnten stillen Besinnlichkeit herrschte heute dort eine bunte, fröhliche und etwas lautere Stimmung als sonst. Mehrere hundert katholische Afrikaner, die in der Schweiz leben, haben sich versammelt zu einer gemeinsamen Wallfahrt. Miriam Spreiter war dabei. Sie kommen aus verschiedenen afrikanischen Staaten und begehen zusammen den Kreuzweg. Die Wallfahrt wurde organisiert von einer Dienststelle der Schweizer Bischofskonferenz. Sie soll dem kulturellen Austausch dienen. Die Afrikaner, Afrikanerinnen sind religiös und lebendig. Unsere Kirche ist sehr, sehr lebendig. Und wir treffen hier eine andere Kirche, die ein bisschen kopfrational Kirche arbeitend ist. Bürokratisch ist. Und da wollten wir auch gewisse Ergänzungen, indem wir diese Lebendigkeit von der Freude an Glaube an sich und abhängig von Personen einfach hineinzubringen. Heute hier in Einsiedeln funktioniert das. Gekommen sind nicht nur Afrikaner, es ist eine farbenfrohe Gemeinschaft. Höhepunkt des Tages ist die Messe. Geleitet wird sie vom Kura-Weihbischof Marian Eleganti. So vielseitig die Gemeinschaft, so abwechslungsreich ist auch die Messe. Abgehalten wird die Messe in Deutsch, Französisch und Englisch. Zwischen Gebeten und Predigt ist immer wieder Zeit für Musik. Die Gebete in Einsiedeln richten sich an die schwarze Madonna. Das ist zwar ein Zufall, aber ein überaus glücklicher. Eine schwarze Madonna ist für uns eine Identitätsfigur, wo wir gerne kommen und beten und hoffen, dass Maria auch unsere Sorge, unsere Dankbarkeit an seinen Sohn Jesus bringt. Deshalb findet das Schlussgebet in der Gnadenkapelle statt, vor der schwarzen Madonna.